Ja, zuerst einmal herzlich willkommen bei MV Natur pur. Die Alten berichteten von Fluten, die die Küsten alle 100 Jahre heimsuchen. Man nennt sie die Jahrhundertflut. Nicht jede Generation hat das Glück, oder besser gesagt Pech, diesem Naturschauspiel beizuwohnen und mit etwas Glück unbeschadet davon zu kommen. Zur Jahrtausendwende häuften sich Meldungen und Gerüchte über das bevorstehende Ereignis. Niemand konnte sich überhaupt eine derartige Flut vorstellen. Die Informationen stammen alle aus Wetteraufzeichnungen und Geschichtsbüchern. Die Wahrsager sollten aber recht behalten. Denn vom 4. zum 5. November 1995 brachte ein Nordostorkan mit unbändiger Kraft unbekannte Verwüstungen und Schäden an die Küsten Mecklenburgs. Langwellige Monsterbrecher frästen regelrecht die Küste ab, verursachten immense Abbrüche und Zerstörungen an Bauwerken. Während an der Seeseite der Orkan mit ohrenbetäubendem Lärm das Ufer traf, herrschte an der Haftseite fast eine idyllische Stille. Der Wasserspiegel im Haff stieg bis kurz unter die Promenadenkante. Anleger und Stege standen unter Wasser. Rerik ist 1995 zum Glück knapp einer Katastrophe entgangen, dem lange befürchteten Durchbruch des Wustroer Halses.
Sind diese Wetterphänomene nur zeitlich begrenzt oder können die Unbilden der Natur in Zukunft noch größere Schäden anrichten? Diese Gedanken lassen Fantasien ins Kraut schießen. Beginnend mit dem ständigen Meeresspiegelanstieg, Klimaverlagerungen und Monsterstürmen. Der Blick hinunter von der Steilküste bei der Bäckerei Graf. Grafs herrscht große Unruhe. Kann es in der Ostsee auch zu Monsterwellen oder Springfluten kommen? Wird unsere Küste in 50 Jahren noch so aussehen wie heute? Macht sich überhaupt schon einer Gedanken über die teuersten Grundstücke in der ersten Reihe? Wie lange wird sich dieser Standort noch dem Wasser gegenüber halten können? Lassen Sie die Bilder in Ruhe auf sich wirken und keine Panik entstehen. Denn so hoch wie in der Flut vom 12.13.11.1872 hat das Wasser in der Ostsee nie mehr gestanden. 2,70 Meter über normal Null und dabei ist auch der Wustrower Hals überspült worden.